So, jetzt können die Aliens kommen. Commander, wir haben verschiedene Entführungsfälle auf dem Hologlobe. Ich habe die Koordinaten gespeichert. Panik, keine mehr Panik. Aber ich will Geld, Geld regiert die Welt. So, bearbeiten. Titanrüstung hat er schon. Plasmagewehr. Moment, was hat er? Sturm und Schuss. Dann kriegt man die eine Legierungskanone. Plasmapistole. So. Nehmen wir mal wieder eine Granate mit. Ich will mal kurz. Nö, Quatsch. Entfernen, ich will mal kurz schauen, was haben wir noch. Aktiv. Fähigkeiten. Ah, genau. Schalenrüstung, Titanrüstung. Ach nee, Larkin ist glaube ich verletzt. Larkin, wie sollen wir es ohne Larkin machen? Das geht doch nicht. Und wieso hat der keine Titanrüstung an? So, dann nimmst du mal schön die Schalenrüstung. So gefällt mir das besser. Schwerer Plasmawerfer. Schwerer Laser. Okay. Ach, die hat auch eine Titanrüstung. Ach so, das ist der Sanitäter in Ausbildung, glaube ich. Ja. Kurz gucken, wie viel Verteidigung hat das? Gesundheitsbonus 4. Und das hat 8. Das ist doch schon mal viel besser. Okay. Ja, dann fangen wir mal an hier. Strike One, bereit machen zur Landung. Der Schauplatz dieses Einsatzes liegt in Südafrika und wir müssen uns beeilen. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Ja, würde ich ja gerne, aber ich kann gerade nicht, weil das Spiel noch lädt. So, jetzt aber. Central, Big Sky ist im Anflug auf den Entführungsort. Strike One erwartet Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Passt auf euch auf, Leute. Okay, das ist so wieder so länglich, also müssen wir nach vorne. Da haben wir ja schon Entdeckung. Ah, da haben wir keine Deckung. Das ist nicht schön. Och nö. Ah.
Also das, dem Fenster muss gegeben, oder? Das ist exterminiert. Oh, schwerer Plasma, schwerer Plasma. Natürlich daneben. Jo, Waffenring, wow. So, eingenebelt. Ah, mit Sturm und Schuss kommen wir, glaube ich, nicht weit genug vor. Die Granate können wir, glaube ich, ne. Aber gehen wir trotzdem schon mal ein Stück vor. Oh, wir haben drei Raketenwerfer dabei. Drei! Drei Raketenwerfer. Ach nö, da noch mehr. Die können auch nicht so in Massen auftauchen. Das geht auch nicht. Oh, weich doch aus, Mann, ey, Frau, oder weiß schon. Oh, Panik. So. Lass mal die Männer ran hier, die Weiber mit der Panik. Prozent Trefferchance. Ich mache einfach mal schnell Feuer. Sicherheitshalber. Jawoll. Die Legierungskanone macht sich schon bezahlt. Moment, Moment. Erstmal. Ne, ich will nicht. Schredderrakete. Ah, da treffen wir damit alle beide. Das könnte. Das könnte knapp werden. So, nochmal. So. Okay. So duckt man sich so. Ah, getroffen. Gut. Ah. Die Rakete macht ein wenig mehr Kaderboom. Dann machen wir einen Kaderboom, Kaderboom hier. Jawoll. Es gibt halt nichts über einen guten alten Raketenwerfer. Wir verlieren am Boden. Sie treten den Rückzug an. Verdammt, das war knapp. Oh, das war weich daneben. Ich glaube, ich gehe noch ein näher an ihn ran. Okay, wenn ich direkt davor stehe, dann treffe ich 100%. Auch mit Schnellfeuer, sehr schön. Getroffen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Luft, dann werden wir mit dem, beziehungsweise mit der, wird die nur noch schlechter getroffen, also schwerer zu treffen, ihr wisst schon.
Und 75% Trefferchance. Gut, schön. Zeit zum Killen. So, da braucht man ein Medkit. Ach, das war auch kein Problem. Wir haben zwar einen Azubi verloren, aber das, dazu sind die Azubis ja da, so als Kugelfang. Ihr wisst schon. So gut wie neu. Feind in Sicht. Oha. Hat er sich gerade ins Fleisch geschnitten? Steht er auf Schmerzen? Sie flankieren meine Position. Schnellfeuer bitte. Jawoll. Also. Geht doch. Mit den 8 geben wir erstmal in Deckung. Oh, gut. Waffe leer, kann ich angreifen. Was die Waffe? Ach so, wahrscheinlich bei dem anderen. Ich habe schon gedacht, bei der da. Rock and Roll. Ja, ja, Rock and Roll. Ah ja, heute ist ja Donnerstag. Heute kommt ja. Ach ne, kein Mechwarrior, ein Berserker. Heute kommt ja eine neue Folge der Kochprofis. Auf jeden Fall anschauen, Leute. Kochprofis, die Sendung. Normal schaue ich ja kein RTL2, aber bei Kochprofis mache ich immer eine Ausnahme. Vor allem die dummen Sprüche zwischendurch gefallen mir. Ja, naja, auf jeden Fall schaut euch mal die Kochprofis an. Das ist echt lustig und man lernt auch noch was fürs Kochen. Ja gut, die einen haben ihre Haussklaven zu Hause, alias Hausfrau. Aber ich halte mir halt kein so ein Lebewesen, das mich bekocht. Das wäre mir viel zu stressig im Moment. So, Feldposten. Trefferchance 50. Na ja, bevor er einschläft. King Kong. Oh. Um Himmels Willen, holt mich hier raus! Schon wieder Panik. Nun alle. Ha, die Gebäude, die demolieren wir gerade ziemlich derbe. Da kann man wirklich nichts dagegen sagen. So, wer ist dran? Wer ist dran? Prozent. Ein Lebenspunkt hat er noch. Ach, zum Glück ist er nicht zum Angriff gekommen. Oh. Der campt, der Lümmel. Schaut mal, der campt da hinten mit Feldposten. Oh. So. Und tschüss. Ach, wir haben noch einen Haufen Raketen übrig. Machen wir mal ein Loch in die Wand. Sehr schön. Und auch noch für 6 Schadenspunkte getroffen. Ach, der Camper schießt jetzt auf uns.
Der trifft! Das gibt's doch nicht. Was denn das? Was denn das für ein Lümmel? Machen wir mal Deckungsfeuer. Verstanden. Ich hab keine Kugeln mehr. Also komisch ist, dass wir beim Deckungsfeuer keine Munition verlieren, nicht nachladen müssen. Das ist sehr komisch. Naja. Sturm und Schuss. Der kämpft schon wieder. Aber es müsste ihn nichts, weil wir haben Raketen am Start. Das soll es dann gewesen sein mit ihm. Sehr schön. Alle Missionsziele erreicht. Yes. Klappt doch. Großbritannien, Fish and Chips. Und Mexiko, Da gibt's halt keine Siesta mehr. Ja, zwei Beförderungen. Zwei Granaten oder... Erhöht den Wirkungsbereich von Deckungsfeuer und allen Raketenangriffen um zwei Felder oder zwei Granaten. Ach, machen wir mal den Wirkungsbereich. Colonel. Bietet mehr Immunität gegen kritische Treffer. Die Fähigkeit Sturm und Schuss sorgt für den Rest der Runde auch für 50% mehr kritischen Schaden. Ich nehme lieber den Widerstand. Bei Todnöten nützen uns die Soldaten nichts. Leiche, Waffenfragmente. Okay, also, naja. 200 Cash. Wir behalten sie im Auge. Schauen wir mal in die Gießerei. Schiff, Laser, Drohnenabfang. Wir sind zuversichtlich, dass sich unsere Pulspunkte zum Angriff auf gegnerische Drohnen aufrüsten lassen. Damit können wir für den Rest des Einsatzes die Kontrolle über fliegende Drohnen übernehmen. Alte Technologie, Forschungshilfe, okay. Munition sparen. Munitionsrüstung enthält. Einzeln braucht. Wir können die gleiche Technologie. Ja, um 50% verkürzt. Ich will erstmal die Kaserne schauen. Offizierschule, was gibt's da? Soldaten bekommen bei jeder Beförderung einen höheren Bonus auf die Willenskraft. Jeder Abschluss bringt 25% mehr Erfahrung. Soldaten erholen sich doppelt so schnell von Kampfverletzungen. Ja, das können wir gerade gut gebrauchen. Okay. Moment. Ich kann doch noch ein Satellit bauen. Einrichtung bauen, Quatsch. Baue, kaufe Gegenstände. Satellit. Das ist jetzt unser Psi-Labor anscheinend, denke ich mal. Psionisches Labor online. So, was können wir jetzt da? Das Psi-Labor besuchen. Wir können nun unsere Soldaten zum Testen in das Psi-Labor schicken. Wenn wir den Bericht haben, informiere ich Sie über die Ergebnisse. Testen wir natürlich erstmal unseren Pulitzer. Lassen vermuten, dass es eine Verbindung zwischen der Lebenskraft eines Kandidaten und seinem psionischen Potenzial gibt. Seid ihr verrückt? Wir hoffen, einer unserer Soldaten erfüllt die Voraussetzungen. So,
Okay. Dann lassen wir die mal testen. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. So, jetzt können wir einen Satelliten starten. Mexiko ist ziemlich rot. Aber Großbritannien... ja, machen wir Großbritannien hin. Die geben uns mehr Geld. Satellit gestartet. Okay. Die wollen 20 Alien-Legierungen. 466 Hammer. Natürlich verkaufen wir die. Das ist jetzt die Galoppkamera, da können wir Ponys reiten oder so, keine Ahnung. Uhuhuhu. Die heidische Kugel. Sehr interessant. Die könnte ich mir noch den ganzen Tag anschauen. So, jetzt müssen wir doch auch noch einen Satelliten haben. Nö. Aber gleich. Satellitenkontrollzentrum bereit. Oh, wir können auch ein paar mehr Satelliten. Warte mal, wie viel kann man noch? 1, 2, 3. Na, da können wir schon noch ein paar Satelliten bauen. Ja, herstellen. 3. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Ja. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. So, nach Mexiko, die sind ziemlich panisch. Satellit gestartet. Okay. Ja, Commander, es gibt mehrere Berichte über neue Entführungen. Die Orte sind auf dem Hologlob markiert. Okay, Mexiko und Indien haben die gleiche Panik, deswegen gehe ich nach Indien, die benutzt Geld. Sehr schön. Larkin ist wieder dabei, geil. Moment, wir hatten gerade die Flugrüstung, aber die... Du bekommst eine Titanrüstung. So, Larkin. Bekommt natürlich die Erzengelrüstung als bester Scharfschütze. Plasmagewehr, Plasmagewehr, okay, passt. Scope. Das gibt 10% mehr Zielsicherheit. Okay. Strike One, bereit machen zur Landung. Das Einsatzgebiet dieser Mission liegt in Indien. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Ach nö. Wir können auch nur zwei Feinde ausschalten und können hoffen, dass der Rest flieht oder so. Das wäre auch mal eine Möglichkeit.
Ach nö, es regnet. Ach nö. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Naja, vielleicht haben wir auch Glück und die Aliens gehen bei Regen ein oder schrumpeln zusammen oder schmelzen. Das könnte ja auch sein. Okay, da geht's mal. Da ist schon eine Sperre. Okay, wieder so ein lineares Level. Aber wie wir die Aliens in den Ass kicken, das sehen wir dann bei der nächsten Aufnahme. Ich mache eine Pause, verabschiede mich. Gute Nacht, danke fürs Zuschauen. Bis bald. Kadaboom.